Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Runde FIFA 17 The Journey. Ihr wisst, sind wir letzte Mal im Pokal übers Elfmeterschießen weitergekommen. Und interessanterweise, wir sind dabei. Mein Stammverein, der FC Liverpool, nicht mehr. Diese gar nicht. War sie gar nicht dabei? Ein bisschen blöde dann. Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Egal. Aber es steht jetzt erstmal wieder die Liga auf dem Plan. Erstmal steht das Training auf dem Plan. Noch eins. So. Willkommen, Gentlemen. Heute trainieren wir genauso hart wie immer. Einsatz und Leidenschaft, das ist es, was ich hier sehen will. Überraschungsmomente sind oft effektiv im Angriffsdrittel. Ah. Ups. Das versuchen wir nochmal neu. Na, einmal versuchen wir es noch. Gut gemacht, sehr gut. Lupfer. Ich muss sagen, das ist jetzt reiner Lupfer. Es war zu spät. Was mache ich denn da? Oh, auch noch gegen das Gehäuse. Globus hackt. Neuer Versuch.
Und rein damit. Oh, schade. Rein damit. Zack. Oh, fortsetzen. So. Gegen die Wolverhampton Wanderers geht's heute. So. Dann wollen wir mal spielen. Hallo zusammen. Heute wird hoffentlich der Beweis angetreten, dass auch in der englischen Championship richtig guter Fußball gezeigt wird. Und in diesem Sinne begrüßen Sie Wolf Fuß und Frank Buschmann zu dieser Partie. Und in der heutigen Partie heißt es Norwich City gegen die Wolverhampton Wanderers. Gibt es hier an der Carroll Road nur noch Sitzplätze. Das wäre in Deutschland unvorstellbar, aber in England hat sich das zu der Zeit in fast allen Stadien durchgesetzt. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Whittaker. Da trennt er ihn fair vom Ball. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Das könnte die Chance werden. Jetzt Olson. Er spielt den Pass zurück. Tete. So. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg.
Er spielt den Steilpass. Williamson. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier mal eine Idee. Er schießt. Da geht er weit am Tor vorbei. Und damit sind sie am Ball. Whittaker. Mulumbu. Williams am Ball. Tete. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da trennt er ihn vom Ball. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Williams. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das... Danny Williams! Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Er versucht's! Da ist der Ball weg. Den Ball spielt er raus. Und direkt zurückgespielt. Er zeigt auf den Punkt. Elfer. Er zeigt auf den Punkt. Und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst du erstmal machen. Da ist viel Druck. So, bitte mach ihn, bitte mach ihn. Er macht den Elfer nicht rein. Der Torwart zur Stelle und hält das Ding. Klasse gemacht. Jetzt vielleicht mehr. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Der Abwehrspieler ist da, Flanke abgefangen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite so. Hälfte läuft. Wollen wir doch mal gucken, ob wir da hier nicht noch ein bisschen was reißen können. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Und die Situation geklärt. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Sehr gut aufgepasst. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Ja, das war tatsächlich eine schwache Passansage von mir. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Da zieht er ab. Fast die Führung.
Einwurf jetzt. Mulumbu. Jetzt vielleicht Danny Williams. Halbe Stunde noch. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Vorbei. Mit dem Pass habe ich jetzt nicht gerechnet. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen. Holt euch den Ball. Holt euch den Ball. Hallo. Gute Idee, dieser Ball. Und er schießt. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Da steht die Abwehr sicher. Naismith. Das könnte eine Gelegenheit werden. Finde den Mitspieler. Da schickt er den Mitspieler. Die Flanke kommt rein, aber da wird nichts draus. Abgefangen. In der Grafik sehen wir jetzt, wie die Ballbesitzwerte verteilt sind. Viel nehmen sie sich da nicht. Das war auch mein Eindruck vom Spiel. Souverän, er hat den Ball. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Da zieht er ab. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Den Ball kann er abfangen. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Bisher keine Tore in dieser Partie. Jetzt nur noch 5 Minuten zu gehen. Gelingt hier noch einem Team der dann wohl entscheidende Treffer? Mann, ey, was war das denn jetzt schon wieder? Knoten in den Beinen oder was? Jetzt wird's gefährlich. Alex Hunter. Defensiv. Oh, Knoten in den Beinen hier heute oder was? Mann! Das gibt's doch nicht. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Wird das eine Torchance? Steil gespielt. Das war nichts. Foul hier. Was? Wieso Foul? Wieso? Und nun kommen 2 frische Spieler in die Partie. Will er mich verkackeiern? Oder was? Das war doch kein Foul. Echt? Ernsthaft? Die pfeift doch jetzt sowieso ab. Sag ich doch. Das war der Abpfiff und wir haben keinen Sieger und keine Tore. 0:0 das Endergebnis. 2 ausgeglichene Teams, da überrascht. Echt, das hätte noch das Tor werden können. Aber dann wird Foul gepfiffen, wo gar kein Foul war. Oh, nervig.
Mann. Na gut. Ich wünsche euch noch was. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.